Hallöchen und herzlich willkommen zu Let's Play Deponia. Ich bin ein bisschen noch erkältet, vielleicht hört man es an meiner Stimme, aber ich bin wieder da mit Deponia. Hat ein bisschen lang gedauert, ich lasse ganz schön lange Aufnahmepausen zwischen den Deponia-Teilen. Tut mir wirklich sehr, sehr leid, aber ich komme halt nie richtig dazu. Ich bin dann mit anderen Sachen beschäftigt. Egal, wir haben einen Glückskeks, wir haben Brot, wir haben Kerzen, wir haben Wasser. Haben wir uns ja alles ergattert von dem armen Dichter und Poeten. Und mir ist jetzt eingefallen, wer Glück hat für die Kekse. Ich bin doch so doof. Warum? Anglerglück ist doch klar. Da ist eine Thunfischdose, warum auch immer. Das hat sich gereimt. Naja, Glückskeks hier, Herr Angler, bitte öffnen Sie das mal. Was soll das denn sein? Ein Glückskeks? Ja, ja. Wo du doch die ganze Zeit mit deinem ach so tollen Anglerglück prahlst. Mhm. Vielleicht könntest du zur Abwechslung mal den Beweis antreten. Tja, wenn's weiter nichts ist. Da hast du es. Ich habe gewonnen. Hurra. Was? Zeig her. Nichts da. Es ist mein Gewinn. Und ich wollte schon immer, Mitglied im Schnabeltierclub sein. Aber es war mein Keks. Ist ja schon gut. Hier hast du deinen bescheuerten Ausweis. Ausweis? Ich bin eh bereits Mitglied in diesem dämlichen Club. Bin mal versehentlich auf ein Rubbel losgefallen. Und lass mich ab jetzt mit so einem Unsinn in Ruhe. Passiert mir ständig. Immer gewinne ich aus Versehen im Lotto des Ausweis. Der Tag hatte so schön angefangen. Mhm. Halsbrecherische Hochseilakrobatik, schiefgelaufene Gehirnoperationen und plötzlich bin ich Probemitglied im Schnabeltierclub. Mhm. Tiefer kann man nicht mehr sinken. Jetzt gehen wir direkt zum... ich muss das gar nicht machen. Ich kann doch einfach hier Karte und Teleport. Bellevue. So. Oh, dann ist ja die... Ich Idiot. Ey, ich bin doch so geistig behindert, ne? Für diesen einen Screen, ach Gott, ey. Auf jeden Fall, jetzt sind wir Schnabeltier-Dings-Club und wir müssen ganz schön viele Rätsel machen. Wir müssen die ganzen Eier zusammen sammeln, ne? Ich bin jetzt Mitglied im Schnabeltier-Club. Ja, ja. Herzlichen Glückwunsch. Du bist jetzt offiziell ein Teil der Schnabeltier-Gemeinde. Yay. Muss ich mir die Haare rasieren oder Kutten tragen? Nein, aber du bekommst eine Gratis-Kopie der Schnabeltier-Fibel. Und das ist nicht verhandelbar? Bewahre sie gut auf. Sie könnte dir eines Tages dein Leben retten. Bestimmt, wenn mich so ein Schnabeltier angreift. So, mal gucken hier. Eine Fibel. Die große Schnabeltier-Fibel, dritte Auflage. Dann wollen wir doch mal schauen, ob was Nützliches drinsteht. So. Das hier ist interessant. Offenbar gibt es in jeder Generation ein Schnabeltier pro Gattung, das die Nester vor Räubern bewacht. Die Eier dieser Nestwächter werden vom Muttertier gut versteckt. Es gibt 4 Schnabeltiergattungen, also insgesamt 4 Nestwächtereier. Natürlich. Ich muss nur die 4 Nestwächtereier finden und ausbrüten. Dann landen die entsprechenden Schnabeltiere auch nicht mehr auf der Speisekarte. Und ich kann Goal endlich zum Essen einladen. Der Plan ist so bescheuert, der muss einfach funktionieren. Auf jeden Fall müssen wir jetzt alle Eier sammeln. Oh, das finde ich am putzigsten, dass so ein Fisch den fressen muss. Süß. Erdschnabel, Tier, Brut. So, mal gucken. Erdschnabeltiere schlüpfen beim ersten Bodenfrost im gefrorenen Erdreich. Hm. So ein Mist. Ich kann doch unmöglich den Wintereinbruch abwarten. Na, wir finden da schon was. So ist nicht, ne? Ein Kescher. Seltsame Illustration. Entweder wusste der Künstler nicht, was ein Kescher ist, oder wie man ordentlich zeichnet. Ich glaube, das soll uns weiterhelfen. Ich kann da... Okay. Ich fange mal von oben an. Hier steht, dass Erdschnabeltiere ihre Eier im Erdreich verstecken. Wie gut, dass ich mich nicht auf einer Insel aus Treibgut befinde. Ja, haben wir Glück gehabt, ne? Hier steht, dass Flugschnabeltiere ihre Eier an hochgelegenen Punkten verstecken. Das scheinen ja richtige Akrobaten zu sein. Wie ich. Ja. Flugschnabeltiere schlüpfen im freien Fall vom höchsten Punkt ihrer Siedelstätte. Umständlich, aber auch irgendwie lässig. Durchaus, das mache ich auch ständig, das haben wir schon gehört. So, ich schlüpfe auch ständig irgendwo raus. Hier steht, dass Feuerschnabeltiere ihre Eier in heißen Geysiren verstecken. Geysire? Sowas gibt's hier doch gar nicht. Geysire? Ich überleg gerade, wo kriegen wir ein Geysir? Ich erinnere mich gar nicht mehr. Feuerschnabeltiere schlüpfen in loderndem Feuer. Das nennt man dann wohl ein angeborenes Gespür für dramatische Auftritte. Durchaus.
Hier steht, dass Wasserschnabeltiere ihre Eier in Ufernähe verstecken. Mhm. Na prima. Dürfte schwer sein, auf diesem Stück Treibgut einen Ort zu finden, auf den das nicht zutrifft. Ja. Wasserschnabeltiere schlüpfen. Bitte was? Im Maul von lebendigen Zebrafischen. Ekelig. Hier steht außerdem, Süßwasserfische sind. Dürfte schwer sein, hier welche aufzutreiben. Süßwasser? Ich glaube, Süßwasser ist am schwersten aufzutreiben. Ja, ich höre mir, hoch, Poki, hallo, guck mal, da lugt er, guck mal, wie er da rauslugt. Kuckuck, kuckuck, kuckuck. Gibt es einen schöneren Screen als Close-Up der Schnabeltierfibel? Ich denke nicht. Also ich mag sowieso Close-Up-Screens, auch wenn sie mal nicht im Rahmen eines Minigames stattfinden. Aber ich finde tatsächlich, diese Bücher, die hauen einen nochmal so ein bisschen aus der Welt raus, geben der Welt nochmal ein bisschen mehr Format und so weiter. Und natürlich Wissenswertes über Schnabeltiere und ihren Nachwuchs nochmal nachlesen zu können, ist natürlich das Schönste. Also da bleibt kein Wunsch offen. Ja. Ein besonderer Augenmerk gilt hierbei allerdings der Tatsache, dass diese Schriftart, die Micha irgendwann mal angefangen hat zu entwickeln, weil wir gesagt haben, Deponia muss halt auch unübersetzt funktionieren. Also muss halt, wir wollen keine Schrift im Bild haben, die wir noch übersetzen müssen. Außerdem ist Deponia ja nun mal nicht die Erde. Also haben die auch nicht unseren Schriftsatz, die haben keinen lateinischen Schriftsatz. Da muss schon eine eigene Schriftart hin. Und da hat sich doch die findige Grafikerin, ich was Falsches, wenn ich sage, wer es war. Ich glaube, ich lasse es lieber, das zu sagen, weil ich glaube, ich tue dann demjenigen, das wirklich war, Unrecht und denjenigen falsche Lorbeeren und so weiter. Die hat sich die Mühe gemacht und dann diesen Schriftsatz zusammengetragen aus allen Screens und hat dann für sich entschlossen, welcher Buchstabe bedeutet denn jetzt eigentlich was, wie macht das am meisten Sinn, und hat daraus einen kompletten Schriftfont generiert, den man tatsächlich auch lesen kann, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Und der natürlich wieder den Nachteil hat, dass ich jetzt jüngst auf Movie Tropes gelesen habe, wo tatsächlich unsere Spieler haben einen Eintrag bei Movie Tropes, dass da Content in der Übersetzung, Lost in Translation heißt der Eintrag, dass Content verloren gegangen ist, weil man nämlich in der deutschen Version tatsächlich die Buchstaben entziffern kann, in der englischen aber nicht. Tja, ist genau wieder das eingetreten, was wir eigentlich gar nicht wollten. Super. Also das kann ich lesen. Erdschnabeltier. Also auf jeden Fall Erdschnabeltier. Ich weiß, da ist das T. Tiere, Erdschnabeltiere. Was der Rest ist, habe ich keine Ahnung. L? E-L? Erdschnabeltier. Ei. Ach, Erdschnabeltier. Ei. Okay. Verstehe. Ich finde das auf jeden Fall interessant. Das ist so... Man guckt sich das an, denkt sich so, hä? Dann guckt man genauer hin, Erdschnabeltier, also, verlassen? Achso, ich habe gedacht, ich kann noch umblättern. Jetzt kann ich mal vielleicht hier hoch und mir dieses Ei stibitzen. Laut Fibel ist das hier ein Flugschnabeltier-Ei. Ja, cool. Ja. Genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Zack. So, wenn wir schon mal hier oben sind, kurz, ich will kurz was testen. Geht das? Laut Fibel ist das hier die Brutstätte der hiesigen Flugschnabeltierkolonie. Mhm. Aber ein Experte wie ich hätte den Unterschied auch so bemerkt. Natürlich. Also müssen wir das eigentlich da reinlegen. Okay. Wollte ich nur mal kurz getestet haben. Und jetzt kommt auch direkt ein Minigame. Es ist ja formidabel, ist das. Aha. Was ist das? Stein? Okay. Erdmännchenfall. Okay, ich will nehmen. Ich nehme das einfach mal. Also. Hey, stehen geblieben. Ohne Hilfsmittel komme ich hier anscheinend nicht weiter. Vielleicht können mir diese beiden Steine und die Erdmännchenfalle dort weiterhelfen. Ich wollte nur gucken, wie sein hier oder da. Ich glaube da. Okay, der könnte auch zurück theoretisch. Ich glaube, das war's.
Ich höre mir mal Poki an, bevor ich jetzt da nochmal draufklicke. Dafür, dass Deponia eigentlich so eine lebensfeindliche Welt ist, kreucht und fleucht doch sehr viel Getier auf diesem Planeten umher. Ja. Jetzt haben wir auch noch kleine Erdmännchen, die man mit einer Erdmännchenfalle am besten halt versuchen könnte einzufangen. Ich weiß gar nicht, ob ich es gesagt habe, aber ich mag ja Minigames. Dieses ist wieder eines. Und fast schon als Analogie zum Teil 1 haben wir auch wieder eins mit einer Springerzugmechanik. Hier ziehen wir mal nicht selber wie ein Springer auf dem Schachbrett, aber das Erdmännchen bewegt sich so ähnlich. Das ist ein ganz leichtes Minigame, damit werdet ihr keine großen Probleme haben. Und deswegen erzähle ich doch lieber wieder was über die Fauna von Deponia. Ja, was haben wir denn da nicht alles? Die Schnabeltiere natürlich. Die sich großer Beliebtheit erfreuen, Erdmännchen, Wombats, von Wombats wird geredet, die halt quasi sowas wie Deponia-Ratten sind. Wir haben die eigentlich, wir zeigen die nirgendwo, oder? Es gibt nirgendwo wirklich Wombats zu sehen. Dabei sind Wombats auch so niedliche Tiere. Wenn ich jemals eine zweite Deponia-Trilogie mache, dann werden dort vermehrt Wombats auftreten. Ich hoffe, das war ein Versprechen. Jetzt mal gucken, habe ich alles richtig gemacht? Aha. Hab ich dich. Du dachtest wohl, du könntest mich austricksen, was? Aber der Klügere gibt niemals nach. Was? Eine Gartenarbeit, finde ich gut. Gut, das war jetzt auch nicht so schwer. Also, wenn man Schach kennt, dann weiß man auch, wie das zu funzen hat, ne? So ist nicht. So, jetzt haben wir dann noch was. Und zwar... Oh, hier war noch einer. Da... Das war unser vorletztes Ei. Das andere Ei ist bei dem Kamin, ne? Wenn ich mich nicht irre. Warte, wenn ich gerade mal dabei bin. Laut Fibel brüten Erdschnabeltiere in gefrorener Erde. Soweit, so gut. So, ich kenne ja das Spiel. So ist ja nicht. Ist ja nicht so, dass ich es nicht kenne, aber manche Stellen erinnere ich mich halt nicht. Was war das für ein Ei? Wasserschnabeltier, okay. Ich muss meine Sachen nicht waschen. Ich will eine Gehirnoperation vorbereiten und keine Eisdiele eröffnen. Oder wofür auch immer man saubere Sachen braucht. Stimmt. Nicht für eine Gehirnoperation. Da hast du vollkommen recht. Da, ja, durchaus. Ich muss zu Doc. Da liegt er. Ah, warte. Wir sind da schon am Screen fertig, ne? Ah, okay, habe ich schon angesprochen, okay. So, da sind wir schon, Hier kann ich hier hoch? Ah, rauf, so. Wie hole ich mir jetzt dieses Ei von dort? Laut Fibel ist das hier ein Feuerschnabeltier-Ei. Cool, genau so eins fehlt noch in meiner Sammlung. Verdammt. Muss ich ein Feuer machen? Wie mache ich ein Feuer? Also ein Feuer. Wie mache ich ein Feuer? Feuer. Tja. Kerze rein? Würde ich ja, aber sie ist aus. Außerdem fehlt da noch Kohle im Ofen. Okay, woher kriege ich Kohle? Ich weiß, wo ich vorher herkriege, aber woher kriege ich Kohle? Das ist die Frage. Na? So. Und dann hier und dann da rein. Kohle, woher kriege ich Kohle? Kohle. Kohlela, Cholera, Trillili und Trillila. Kohle. Es ist Kohle, ja. So ein bisschen Feuer abzapfen. Man sollte immer ein wenig offenes Feuer im Mantel haben. Wollte ich gerade sagen. Woher kriege ich Kohle hin? Nicht hin. Kohle. Hat jemand eine Idee, wo ich Kohle herkriege? Ich habe keine Ahnung. Kohle. Übrigens, das wird noch interessant. So, Kohle. Ich habe wirklich keinen Plan, wo ich Kohle herkriege, aber ich mache schon mal das Ei. Das weiß ich noch. Na, wer ist denn das? Apupu, du, bu, bu, bu.
Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Kann man den mitnehmen in der Tasche? Komm, Schnabli, Schnabli. Na holla, so jung und... Kann ich das Feuer, ja? Ja, Feuer, sag ich. Hey, hey. Es ist zwar kein Wasserschnabeltier, aber es schwimmt wie eins. Jo, kann ich den jetzt mitnehmen? Komm, Schnabli, Na holla, so jung und schon so angriffslustig. Ah, wenn ich jetzt nochmal drauf drück. Nein, ja, ich brauche wohl Werkzeug. Ja, Werkzeug haben wir ja. Wir haben einen Schraubendreher. Hm. Damit kann ich höchstens ein paar Eiswürfel abklopfen. Ich brauche besseres Werkzeug. Besseres Werkzeug also. Vielleicht mit dem Spaten. Damit sollte ich es aus dem Eis befreien können. Kalt. Jetzt haben wir ein Schnabeltier. Hier finde ich auch gut. Was muss ich eigentlich mit den Schnabeltieren machen? Ich muss sie doch nur von der Karte befreien. Heißt das, ich muss die... Also, muss ich die... deren Leben ein Ende setzen oder dergleichen? Muss ich da irgendwas in der Form, in der Richtung machen? Ist es so? Muss ich Gewalt gegen Tiere hier, vollbringen, erbringen, zubringen? Auf geht's, mein schnabeliger Freund. Es gibt ein Nest zu bewachen. Put. Schon irgendwie drollig. Ja. Na? Erdschnabeltier ist wohl vorerst von der Speisekarte gestrichen. Tja, ich bin nun mal ein unverbesserlicher Tierfreund. Aber kein Menschen, finde ich auch. So. Das hätten wir geklärt. Wasser. Ich weiß. Ah, Kohle. Ich gehe erstmal hoch. Woher kriege ich Staub jetzt her? Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Ja, finde ich auch. Und da bewegt er gar nicht seinen Mund. Ja. Kann ich das meine aufschauen? Sachen sind tatsächlich etwas fusselig. Aber warum sollte ich in meinem Mantel... Das ist ja nicht so... Nein, du sollst ja nicht sauber machen. Du sollst meine Sachen sind tatsächlich... Aber warum... Es ist ja nicht so, dass ich da drin jemals Besuch erwarte. Das würde ich nicht so sagen. Kann man das als Kohle benutzen eigentlich, vergammelte Pillen? Nee, nicht. Ne? Schade. Kann ich meinem Vater eigentlich vergammelte Pillen andrehen? Schau mal, Paps. Himmel, Jung, spielst du etwa schon wieder? Okay, das hatten wir schon. Laut Fibel brüten Wasserschnabeltiere ihre... Und Zebrafisch? Ich hab einen Schritt, da ist ein Klavier. Ich hab einen Schritt verdingst, ne? Kohle. Kohle. Kann ich mir da ein bisschen was mitnehmen? Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Wie überzeuge ich jetzt den Paps, dass es hier zu Hause viel zu kalt ist? Ich frage ihn einfach mal. Hey, Dad! Och, was ist denn jetzt schon wieder? Siehst du nicht, dass dein alter Mann zu tun hat? Nö, der hat ja nichts zu tun. Ich hab dir noch lange nicht alles erzählt. Oh, was hast du denn noch? Mal gucken. Okay, ich hab nichts zu erzählen. Ich erzähle eigentlich... Okay. Nicht weg. Ja, das zieht nur nicht mal bei Kindern. Ja. Das hatten wir alles. Alles hatten wir schon, alles. Huch, der läuft jetzt wirklich, Oh, süß. Habt ihr jetzt den Schnabeltier gesehen? Oh, stopp. Runter. So, woher kriege ich nicht zur Apotheke? Docs Werkstatt. Dahin muss ich auch nicht. Hierhin genauso wenig. Fragen über Fragen. Durchaus. Ich gehe mal runter zu Goal. Vielleicht hat die was. Das ist noch die Dingol, ne? Lady Goal.
Diet. Und?